einen wunderschönen guten Morgen, Abend oder Mittag, je nachdem wie es bei euch ist. Ihr fragt euch, wie findet man den Fluss auf Microtech, und da habe ich ein kleines schnelles Video für euch zusammengestellt. Ihr startet mit dem Schiff eurer Wahl, mit eurem Wahl, eurer Wahl, über Microtech und startet nach New Babbage. Das findet ihr immer, die Hauptstadt von Microtech. Quantum Drive rein, runter nach Microtech, es ruckelt euch zu Tode, dann wisst ihr, ihr seid richtig. Flop, hier Microtech. Zweiter Punkt, oder eigentlich kann man das als ersten Punkt sehen, ihr startet von Microtech. Dann richtet ihr euch nach 220 Grad aus ungefähr, es ist jetzt nicht so genau, nur dass ihr sie grob findet, Kompass oben in der Mitte, 200, grob 200 Grad, 220, 212, 215, egal. Und dann habt ihr diesen drei Punkte hier, ne? Wenn ihr über über New Babbage seid, ne? Und ihr wählt den MT Data Center E2QNSGY aus. Und dann müsst ihr auf der Hut sein. Ihr müsst nämlich U drücken bei 800 Kilometer zum Ziel. Da müsst ihr eure Engine killen. Also Quantum Drive ein. Wir schauen nach unten, damit wir den Punkt im Visier haben. Und bei 800, das zählt jetzt runter von 1200. Und bei 800 drückt ihr den Knopf U auf der Tastatur. Spätestens. Früher ist okay. Und jetzt. Und jetzt könnt ihr mich euch einschalten. Mit U nochmal. Und jetzt seid ihr hier. Dann schaut ihr zurück nach Microtech. Da ist Microtech. New Babbage, sag ich. Hier habt ihr die große Eisplatte. Das ist falsch. Ihr müsst hier zu dem großen braunen Biom fliegen. Und hier, wenn sie euch also Richtung ungefähr 10 Grad ausrichtet, sogar 15 Grad, dann da Grad runter, da unten ist euer Fluss von Microtech. Und da fliegen wir jetzt Vollgas runter, ne? Der Vorteil ist vom Flug, der Vorteil ist von dem Fluss, ihr seht den sehr, sehr bald. Der rendert relativ früh rein. Ich gebe jetzt nochmal extra Gas, aber die MSR ist eh die schnellste. Wieder Eintrittsfunken. Oder auch nicht, egal. Habt Geduld, ihr müsst nur zu dem Biom fliegen, das jetzt eben hier die Landmasse darstellt und kein Eis ist, und dann findet ihr das. Also die Wolken sind euch im Weg. Und da seht ihr es schon. Da seht ihr es schon. Hier, da, Flüss von Microtech. Wir werden jetzt noch zum Anfang vom See fliegen, hierhin. Also. Da drüben ist New Babbage, da oben ist das, also da oben ist hier das große Eisfeld, da hinten ist New Babbage, und du fliegst da zu diesem braunen Biom runter, und dann habt ihr hier schon den See. Ich stelle mich jetzt über den See und sage euch nochmal die Daten durch, damit ihr das triangulieren könnt. Also, es ist jetzt von New Babbage entfernt 440 Kilometer. Was ist noch ein guter Punkt vielleicht? Den OM hier, den findet es immer. Vom OM5 858 Kilometer entfernt. Und dann nehmen wir noch einen dritten zum triangulierenden Punkt. Zum Beispiel hier OM3 1372 Kilometer entfernt. Und von da geht's runter. Also New Babbage 440 Kilometer entfernt. Liebe Grüße hier an dieser Stelle an den Freaky, der mir diesen Zahlenwert genannt hat. Und das ist er hier, der Fluss von Microtech. Also von New Babbage Richtung 200 ausrichten zu dem einen Außenposten, den ich euch gesagt habe. Und bei 800 killt ihr die Engines und dann fliegt ihr zum... Richtet euch auch wieder nach Microtech aus und fliegt zu den braunen Flecken hier runter. Und tada, wir sind am Fluss angelangt. Am ersten Fluss von Star Citizen.
Viel Spaß beim Hinfliegen, euer Steinchen. Hätten wir wieder mal was gelernt hier am Kanal. Yay!